Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okkult. Es war einmal, so beginnen nicht nur Märchen, sondern auch Erkenntnisse aus alten Zeiten. Unsere Evolution wurde mehrheitlich aus dem Ursprung der Primaten bewiesen. Wenn wir den Wissenschaftlern glauben, gab es damals schon Hochkulturen. Die Maya-Kultur entwickelte astronomische Karten und den kosmischen Kalender der Mayas, welcher genauer und umfassender ist als der unsrige. Sie waren Experten der Mathematik und errichteten riesige Städte, inklusive Kanalisationssystem und Straßen, in architektonischer Meisterleistung. In Anbetracht der Tatsache, dass die Wissenschaft der Mayas aufgrund ihres Alters und ihrem Hauptrohstoff Stein für Steinzeitmenschen hielten, sind ihre Leistungen umso mehr erstaunlicher. Denn zu ihrer Blütezeit hatte sich in Europa noch keine nennenswerte Kultur etabliert. Man vermutet den Alter der Hochkultur auf 6000 Jahre. Doch bis heute ist uns kaum etwas über diese Hochkultur bekannt, denn sie ist wie von Erdboden verschwunden. Außer alte Ruinen und Leichen aus rituellen Opferungen ist nichts mehr erhalten. Jetzt gehen wir noch weiter zurück, denn ihr habt euch für eine neue Verschwörungstheorie entschieden. Verschwörungstheoretiker aus der ganzen Welt glauben an Atlantis, eine untergegangene Zivilisation, die vor 34.550 vor Christus existiert haben soll, und wir reden hier von der Blütezeit. Diese Hochkultur soll angeblich von der tyrannischen Lebensform aus Altägypten mit einer Atomexplosion für immer unters Wasser gebracht worden sein. Denn die Wissenschaftler sind sich sicher, es gab schon vor vielen tausend Jahren ähnliche Atomkraftwerke. Aber bevor wir anfangen, mich würde interessieren, welche der zwei Hochkulturen eure Favoriten waren. Für die Atlanter einmal mit Hashtag Atlantis kommentieren, für die Altägypter mit Hashtag Anubis. Wir fangen an. Der erste bekannte Bericht über Atlantis stammt von dem griechischen Denker Plato, 427 bis 347 vor Christus, Schüler von Sokrates. Sein Wissen stützte er auf eine schriftliche Aufzeichnung über Atlantis, die von ägyptischen Priestern festgehalten worden waren. Diese Aufzeichnungen wurden Solon, den Gesetzgeber von Athen, von Priestern überreicht. Plato war als sein direkter Nachfahre und bekam von ihm diese Überlieferung über Atlantis überreicht. Keine andere Zivilisation hatte die Vorstellung und das Verlangen der Menschen, seine Wahrheit zu finden, so sehr angefacht. Viele nachfolgende Kulturen wurden durch die Atlanter gegründet. Es hatte eine Anzahl von Blütezeiten in der Zivilisation der Atlanter gegeben, in denen sie in großer geistiger Harmonie gelebt haben. Woher kamen die Bewohner von Atlantis? Waren sie identisch mit den ursprünglich auf der Erde lebenden Menschen, die sich auf eine irdische Evolutionslinie entwickelt hatten? Nach alten Überlieferungen der Geheimlehre scheint es so gewesen zu sein. Demnach war das Volk der Atlanter die vierte Rasse der ursprünglichen Menschenrassen. Legenden sprechen davon, dass das Volk der Atlanter vom Gott Poseidon abstamme. Doch es gibt auch andere Quellen, die behaupten, dass die Atlanter gar nicht von der Erde abstammen. Laut Plato war der Inselkontinent ein kulturreiches Land mit mildem Klima, fruchtbaren Ebenen und paradiesischen Gärten, in denen Menschen und Tier friedlich zusammenlebten. Es gab eine hochentwickelte Landwirtschaft, breit angelegte Terrassenbauten und heiße und kalte Quellen. Die Hauptstadt mit ihren herrschaftlichen Häusern soll in ihrer Pracht nur noch vom Königspalast und vom Poseidon-Tempel übertroffen worden sein. Viele Häuser und der Palast waren mit Gold, Kupfer und anderen Metallen geschmückt. Es gab ein Metall, das Oreisalklos, Goldkupfer, das ausschließlich in Atlantis vorkam. Die evolutionäre Entwicklung der Atlantas vom Ursprung in Lemuria bis zum physischen Menschen. Die erste Rasse soll damals den Namen Ramoals getragen haben, während die zweite atlantische Rasse Tvalatli geheißen haben soll und in ihrer Psychogonomie bereits den Cro-Magnon-Menschen entsprach. Diese war vermutlich bereits außerirdischen Einflüssen unterworfen. Darauf folgten als dritte atlantische Rasse die Tolteken, die bereits aus einer Vermischung der Atlanter mit den ursprünglichen Erdbewohnern hervorgegangen sein sollen. Im Laufe der Zeit haben sich die Atlanter dann immer mehr mit den Urbewohnern der Erde vermischt, worauf weitere Rassen der Arier, Slawen, Mongolen usw. entstanden sind. Der atlantische Mensch war etwa 1,75 groß, wog etwa 80 Kilogramm und hatte eine Hautfarbe wie Gold. Die Farbe seiner Augen war grau und das Haar golden wie der ganze Körper. Er war wachsam und scharf in seiner Aktivität, hatte einen durchdringenden Blick und einen Einfluss auf all jene, die sich in ihm näherten.
Doch mit der Evolution und den Vermischungen entstand Zwietracht, Gewalttätigkeit, Aufstände und Kriege. Sie rebellierten gegen die Prioritäten der geistigen Werte und machten eine andere tyrannische Lebensform auf sich aufmerksam. Altägypter. Jetzt drehen wir das Rad und kommen zu den Altägyptern. In der gleichen Zeit wurden die Ägypter von einer außerirdischen Form geleitet und es gibt unzählige Beweise dafür. Hieroglyphen. Einige Hieroglyphen zeigen Figuren, die man als Flugkörper interpretieren könnte. Pyramiden. Die Konstruktion der kolossalen ägyptischen Pyramiden wirft seit jeher Fragen über die Wissenschaft auf. Für viele ist aber klar, dass diese riesigen Steinbauten von Außerirdischen und nicht von Menschenhand errichtet wurden. Die Ägypter verfügten über sehr wenige technische Mittel, wie etwa Seile, Schlitten, Rampen, Meißel, eventuell auch Schlittenzüge, weshalb es als unwahrscheinlich erscheint, dass sie damit ein Werk vollbringen konnten, welches bis in die Neuzeiten nicht übertroffen blieb. Das Rad war den Ägyptern auch noch nicht bekannt. Jetzt kommen wir zu dem Kern der Verschwörungstheorie. Die tyrannische Lebensform soll mit einer nuklearen Explosion ganz Atlantis zerstört haben, aus Angst, dass die vermischten Atlanter zu mächtig werden würden und dadurch die eigene Existenz bedroht war. Für eine atomare Detonation gibt es mehrere Berichte. Plato sprach von einem Untergang der Atlantis. Dies dauerte nur einen Tag und eine Nacht. Ein heller Strahl im Himmel sowie eine Sintflut deuteten darauf. Überlieferungen berichten uns mehrfach von Haarausfall ganzer Heere, entweder bei Katastrophenbeschreibungen oder bei Orten, die auch als Atlantis in Frage kommen, wie Tyros oder Jerusalem. Dass der Haarausfall eines Belagerungsheeres von Tyros durchaus mit dem Untergang von Atlantis zu tun haben kann, ergibt sich aus dem Buch Hesekiel, wo Tyros ein glänzendes Schiff ist, das von Gott auf die Erde hinabgestoßen wurde. Auch so kann man den Untergang der glänzenden Raumstation Atlantis beschreiben. Übrigens gibt es in ägyptischen Texten Hinweise auf Strahlungsschäden der Bevölkerung und damit einen naturwissenschaftlichen Hinweis darauf, dass die Pyramiden tatsächlich auf Schutz vor dieser Atlantis-Katastrophe hätte dienen können. Demnach verlässt nach der Atlantis-Katastrophe jemand die Pyramide und wird dabei vergiftet von der Luft. Möglicherweise ist es dafür dieselbe Ursache verantwortlich. Wie die im Papyrus Impur beschriebenen Zeugungsunfähigkeit aller ägyptischen Männer und der komplette Haarausfall bei jedem Ägypter, nämlich die Verstrahlung der Erde durch die Sprengung Atlantis mit einer nuklearen Waffe. Sollten diese Verschwörungstheorien stimmen, stellt sich die Frage, wer oder was war diese tyrannische Lebensform? Wo sind sie hin? Es erinnert mich etwas an das Mars-Video, was ich oben einblende. Dort hatte ich auch über einen Krieg zwischen Marsianern und einer tyrannischen Lebensform berichtet. Am Ende angelangt hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Für jeden Neuankömmling steht ein Abonnier-Button bereit. Das war's, euer Abraham Okkult.